Ja, ich habe hier einen Smart TV, den Samsung Frame. Und ihr seht unten links einen AV-Receiver. Nun ist es so, dass das Setup so aussieht, dass der Fernseher auch nur als, als einzelne Verbindung zum AV-Receiver geschaltet ist. Und wir wollen jetzt über den AV-Receiver, der einen Blu-ray-Player als Zuspieler besitzt oder einen Apple TV, über die 5.1 Soundanlage einen Film gucken und ihn hier zum Fernseher in die Anzeige bringen. Hier beim The Frame müsst ihr dafür in die Quellen reingehen. Und die Quellen heißen hier jetzt nicht Source, wie man es kennt oder ähnliches, sondern verbundene Geräte. Und ihr seht hier, dass wir hier den Eintrag Home Theater haben und damit ist tatsächlich dann der Denon gemeint. Der Denon wiederum, der AV-Receiver hier mit einem Apple TV verbunden und dann können wir hier über die Apple TV-Fernbedienung den Apple TV bedienen und jetzt dort einen Film initiieren oder ähnliche Zuspiel-Apps starten. Und darüber dann auch die 5.1 Soundanlage verwenden.